Die AfD wird erneut am Freitag, dem 7. Februar 2020, ihren Neujahrsempfang im Münsteraner Rathaus veranstalten. Sprechen soll dort unter anderem Parteichef Jörg Meuthen. Laut, deutlich und spürbar soll der Protest werden, den das Bündnis keinen Meter den Nazis angekündigt hat. Wie in den Jahren zuvor, als über 10.000 Menschen gegen den Empfang der AfD protestiert hatten, setzt das Bündnis auf die Münsteraner Bevölkerung. Damals sei es ein Erfolg gewesen, dass die AfD auf den Hintereingang ausweichen musste. Diesmal ruft das Bündnis dazu auf allen Seiten des Rathauses zu demonstrieren. Die DemonstrantInnen werden sich deshalb am Freitagabend um 17 Uhr nicht nur am Prinzipalmarkt, sondern auch in der Salzstraße und der Clemensstraße versammeln.